Ich persönlich definiere Integration eigentlich als etwas einfügen in etwas, das schon da ist. Zugespitzt gesagt verstehe ich darunter, dass man jemandem erklärt, wie es läuft und von dieser Person erwartet, dass sie sich eben daran einfügt. Tja, man integriert sich, finde ich, indem man sich anpasst. Mir fehlt da oft irgendwie das Verständnis für Vorgehensweisen. Wir sind so und die anderen sind so und es muss aber so sein, wie wir sind. Wo ich mich persönlich immer frage, ja, aber wer sagt, wie wir sind? Oder wer hat das bestimmt und wer bestimmt das eigentlich auch über mich? Integration ist eigentlich ein Begriff, wo man sich in eine Gesellschaft einfügen soll, wobei ich diesen Begriff gar nicht mehr so gut finde. Also Integration bedeutet ja immer, dass ja irgendwas vorherrscht, wo man sich vielleicht auch unterordnen muss. Also ich denke mal, eine unausgesprochene Regel ist, dass man einfach das den Menschen respektieren muss. Man müsste dem als Freund entgegenkommen und dann kann man auch erwarten, dass daraus wirklich was Gutes wächst, ne? Was ist Integration? Das ist ein ganz schwieriger Begriff. Wir können damit gar nichts anfangen. Wenn es um diese Begrifflichkeiten geht, nutzen wir lieber den Begriff Inklusion, weil es einfach von dem Individuum ausgeht. Wenn ich individuell jemanden betrachte, kann ich erstmal schauen, hey, wo passt du rein? Integration geht davon aus, dass es innerhalb einer bestehenden großen Mehrheitsgesellschaft eine vorhandene kleine Minderheitengesellschaft gibt, die jetzt in die große Mehrheitsgesellschaft integriert werden muss. Es ist ganz klassisch hierarchisch, weil ne, eine Mehrheit hat einfach natürlich auch mehr Macht. Eine Minderheit wird defizitär betrachtet, wird häufig über die Minderheit gesprochen, aber nicht mit. Guckt jeder hinter den Ausländern her, wenn die hier in die Kauf. Wir haben ja nur eine große Kaufhalle. Ja. Da sieht man, wie die Deutschen oder ja, die Heuer-Schwärzen hinter jedem Dunkelhaarigen hergucken. Ja, das ist schon, ja. Integration ist eben, wenn sie mit einbezogen werden in alle gesellschaftlichen Aktivitäten hier in Deutschland. Grundvoraussetzung ist natürlich die deutsche Sprache und dass sie auch die Regeln und die Gesetze des deutschen Systems lernen, zumindest grob. Es ist ja sehr umfangreich. Das wird natürlich ein langer Prozess sein. Meine persönliche Meinung, die kann ich Ihnen in Uniform natürlich schlecht sagen. Wir haben unten noch einen Dolmetscher stehen. Sie ist, glaube ich, selbst auch Migrantin, beziehungsweise ja, also keine deutsche Staatsangehörige oder keine deutsche Staatsangehörige, deutschen, ist ja egal, auf jeden Fall ist sie keine Deutsche. Integration heißt Bildung und sich anpassen können, so gut wie möglich. Die eigene Kultur lebt man in den eigenen vier Wänden. Ja, Integration ist gescheitert, wenn man sich überhaupt nicht mit den Menschen versteht in der Umgebung, wenn man sich total fremd fühlt. Integration ist eine Pflicht.